Hallöchen Leute, so, willkommen zurück, ja, wir haben ja einiges erledigt, Robin und ich, ja, oder, naja, mehr Robin, ganz selten ich. Ja, aber also, ich bin hier derjenige, der immer spielt, ja. Ihr seht schon, einiges ist neu, wir haben offscreen halt das erledigt, was wir erledigen wollen, dadurch haben wir jetzt hier Rebeccas Albtraum 2 freigespielt, indem wir das hier Rang A gespielt haben nach... Das ging eigentlich recht fix. Das ging eigentlich, ich würde sagen, das hatte ich ja gleich auf Anhieb geschafft. Ja, das hat Robin auf Anhieb geschafft. So, was denn, wo es ein bisschen doof war das hier freizuspielen. Alter, Schwelle des Todes 1 mit Ada Wong. Voll ja, geil. Spannend, was das zu sagen hat. Weil dafür mussten wir das hier Rang A durchspielen, ja, und zu das zweit. Das war total schwer. Und das war total scheiße. Also das war richtig schwer, wenn man da immer irgendwelche Sachen kaputt machen muss. Und ich meine, wir haben immer... wirklich, wir hatten da wirklich im Endeffekt auch alle Dateien gefunden gehabt und die Zeit, ja. Von der Zeit her immer Rang S gehabt, aber irgendwie, wir sind einfach von der Schussrate einfach nicht hochgekommen. Ja, wir haben alles weggeballert, was ging, trotzdem nur Rang C. Total scheiße. So, ja. Also, denn inzwischen sind die Waffen hier, die vier Waffen sind komplett aufgefüllt. Und wir haben ja, wie gesagt, wir haben im Internet mal kurz nachgeguckt, was man halt noch freispielen kann, ja. Und es gibt, weißt du noch gar nicht, Robin, ne, habe ich rausgefunden, es gibt noch für jede Waffe ein Level 5. Aber wer steht hier Anpassung unmöglich und so mehr Anpassung? Aber dafür muss man jedes Szenario auf Hard spielen mit Rang S. Dann kannst du noch einmal jede Waffe aufleveln, damit die unendlich Munition haben. Ach du Scheiße. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt hier nicht, weil das ein bisschen zu sehr ausarten würde hier. Ja, oder das wollen wir jetzt als nächstes Level, weil der Granatenwerfer hat uns sehr geholfen in der Mission. Der ist jetzt auch schon, ja, noch 1 Sterne haben wir Level 4. So, und natürlich, ja, weil wir, Rang A freigespielt haben, immer sowas, kriegt man halt so eine Dinger hier. Diese Dinger hier, also diese, ja, hier, das ist zum Beispiel neu. Die ganzen Akten haben wir ein paar gefunden, nicht alle, aber halt ein paar. Ja, so einige halt, normal, ne? Und die Dinger hier, die ganzen Dinger, dafür muss man, hier sind ja die ganzen einzelnen Kapitel hier unterteilt. Um alle Gegenstände zu kriegen, müsst ihr einfach die Mission auf Rang S spielen. Ihr bekommt einen Gegenstand auf Rang A. Das haben wir nur bekommen, weil wir damals Rang A hatten. Jetzt wissen wir auch warum. Mhm. Und das haben wir bekommen wegen Rang A. Aber wenn wir alle noch Rang S spielen würden, würde man quasi immer 2 Gegenstände bekommen. Würden wir jetzt ein Spiel, was wir erst mit B geschafft haben, nochmal auf S spielen, kriegen wir einen Gegenstand für A und einen Gegenstand für S. Aber das machen wir jetzt auch nicht, weil das dauert alle zu lange. Und wir sind einfach zu schlecht dafür, dass wir das einfach nicht schaffen. Genau, uns interessieren nur die Fakten. So, das war hier komplett erledigt hier. Genau, dass wir dann wenigstens auch alles dann so mitsehen können, wie wir es halt sehen jetzt. Ne? Das hat Robin auch, das hast du auch auf Rang A gespielt, ja, einfach nur zum Trainieren. Zum Trainieren, genau. Wir wollten ja Sterne farmen. Und für Rang A gibt es immer 3 Sterne zum Aufleveln. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass hier ein paar Sachen neu sind. Einfach bloß, wir haben offscreen gelevelt. Ihr habt storytechnisch nicht verpasst. Und ich mache jetzt Rebeccas Albtraum 2. Yeah, alleine. Und Robin guckt zu. Ganz alone. So, ich glaube, ich nehme... Oder nehme ich die fette Waffe hier, die ist fett auf hier. Ich nehme mal die, glaube ich. Ja. Oder soll ich eine Rakete... Ich muss mal gucken. Und bei Rebirth, Robin, weil wir nachher mit Wesker noch zocken, da probierst du mal den Raketenwerfer, Granatenwerfer aus, weil die Anfangsstelle da, wo sie die ganzen Monster gleich im ersten Laborraum töten, da. Ach so, ja, naja, das ist doch scheiße. Das ist echt scheiße. Da nützt dir die Maschinengewehr nichts. Oh mein Gott, in der Villa, wo Richard und Rebecca herrscht, Totenstille. Ja. Sie gaben die Hoffnung nicht auf und begannen nach Überlebenden zu suchen. Alter, ja. Also, große Stimmung. Okay. Einfach mehr alles. Man muss hier auch so viel kaputt machen für irgendwelche geilen Punkte und so weiter. Alle Club. Ja, und weil halt ständig hier immer irgendwelche Sachen versteckt sind. Also da müsst ihr wirklich die halbe Einrichtung zerballern. Ja, hier sind überall Sachen versteckt. Das ist total mies. Oh, da ist zum Beispiel erstmal. Oh, das ist was Neues. Das ist was Neues? Da ist klar, das ist, wenn man. Irgendein andere Magnum, glaube ich, ist das. Okay. Das ist. Eine Magnum Revolver. Schönes Ding, Alter. Keine Ahnung, ob wir noch alle Waffen freispielen, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir gucken einfach mal. Wir gucken. Uns hat doch beim zweiten Teil auch irgendwie eine Waffe gefehlt, irgendwie dieses Laserphaser-Vieh, was wir für dieses komische Libellenvieh da hatten. So, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier so was mache hier. Ich bin irgendwie jetzt darauf so erpicht, weil wir haben bei dieser einen Mission da immer Granaten geworfen, um möglichst viel Zerstörung anzurichten. Weil das ist immer gut. Ja, dann sieht man zwar nicht, aber die hat echt Punkte, Objekte zu zerstören. Und das ist halt auch ausschlaggebend für einen Rang S denn halt auch, ne? Ja, also wir sind jetzt hier in der Villa, Alter. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, in Teil 1. Alter, ich sehe nichts mehr, ey. Was ist hier? Ach, eine Türklinke. So, einfach eine Lampe ausgeschossen, die schon aus war. Ach, hier kommen durch, hoffentlich kommen hier nicht die Hunde durch. Ja, genau, hier kommen noch die Hunde. Ah, wir haben schon eine Magnum Muni. So, die Velcro einsetzen, die Magnum Muni. Ah. Da kommen sie. So, Critical Hits machen war auch ja nicht so geil.
gar nicht so einfach. Aber wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Ja, ein bisschen doof funktioniert es, aber okay. Ja. Oh. Muss sagen, also meistens wird das dann auch was gezählt, wenn man dann halt mit Zombies macht. Da ist dann halt wirklich, wenn man auf den Kopf zielt, wirklich eine ganz. Ja, genau. Eine ganz kurze Stelle blinkt denn da rot auf. Ja. Und das ist ein Critical Hit. Wenn man dann schießt, dann zerpäfftet voll der Kopf. Ich habe da schon total viel übersehen hier, oder? Und päfft! Alter, habt ihr das gesehen? Ja, durch die Training sind wir doch ein bisschen. Ach, hier sind wir hier. Wir sind quasi umgekehrt so. Der Maus. Na, ne! Oh! Und. Schön abgewehrt hier. Und. Was wirft die denn auf ihn? Keine Ahnung, ich glaube eine Blendgranate. Ja, ist klar! Hau ab, Mann! Schön abgewehrt. Und was wir auch rausgefunden haben, wir können halt echt alle Szenarien hier, weil ich werfe mal eine Granate, weil hier ist echt zu viel zu zerstören. Yeah, da siehst du. Oh, schön, Crowd, ey. Weil, wenn wir müssen quasi alles durchspielen, um so eine Bonusmission zu bekommen. Und wenn wir die schaffen, dann kann man alle Szenarien im Multiplayer spielen. Aber wirklich alles. Ey, jetzt geh nicht raus, Mann, da war doch gerade noch was. Ja, pass auf, da kommt bestimmt die Hunderin jetzt hier. Dann nehme ich erstmal meinen Shotgun, Sturmgewehr. Es bewegt sich nicht. Oh, Bienen. Da sind so komische Bienen hier. Natürlich da gerade ein schönes Gras, aber. Oh, verdammt, aber. Irgendwie. Ich glaube, man kriegt die Waffe auch nur, wenn man mindestens eine Munition aufhält, wa? Seht ihr da kaputt? Die Lampe? Nö. Nicht wirklich. Fatz. So, Bild runtergehauen, kaputt machen hier, alle. Scheiße, überall so ein bisschen Schaden machen, um halt möglichst viele Punkte zu bekommen. Ach ja, aber bisher geht das auch. Guck mal, der Durchgang ist jetzt offener schon für die Tür da. Oder? Ja, aber damit kann man auf dem Friedhof. Im Originalspiel. Ob Rebecca jetzt diesen Crimson Head besiegen muss, wäre eigentlich unlogisch. Ah ja, diesen Sargtyp da, was ja, wo man die Masken sammeln musste. Ja, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in Chokai-Korea. Ja. Ah, okay, ja. Na, wenn sie jetzt da durchgehen würde, dann. Komm, fall runter. Yeah. Alter. So, alter Teilstock finster. Oh Gott. Vögel. Die Raben kommen. Na hier, warte. Wie war das Stephen Kings Raben? Nee. Yeah, oder Vögel. Die, Vögel, genau. Birds oder sowas. Im Original Englisch-Titel. So, hallo, Crimson Heady, Alter. Ja. Boah, du machst jetzt selber ein Heady erstmal hier. Wow. Da war es gerade ganz, ganz kurz. Oh, ich muss natürlich nachladen, ist natürlich klar. So, scheiß Biene, hau mal ab hier. Mann! Ja, die Crimson Heads, die, okay, ist recht. So. Oh, was? Hä, hey, was schick. Man hat ja auch gar kein Spray am Anfang schon gekriegt oder sowas. Ich meine, wo war mein Spray? Naja, ist es ja ganz von vorne? Ich hoffe nicht. Weil wir haben doch schon immer einen Ladebalken gehabt, oder? Hoffentlich sind wir jetzt wieder... Oh, ganz von vorne! Alter, wo ist dieses scheiß Elixier? Da musst du mal also alle Bilder runterholen oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich mach einfach. Ja, lad nach. Warte, ihr braucht ja einen Revolver, der war da. So, den Magnum. So. Oh, scheiße, Leute, ey. Das ist jetzt echt. Mann, gibt's ja nicht, ey. Lad nach! Oh, Mann, ey! Oh, da muss ich echt jetzt hier mit der. Vielleicht hätte ich mir doch die MG mitnehmen sollen. Das Maschinengewehr wäre vielleicht besser gewesen, ja, aber gut. Mal gucken. Die Schrot ist halt auch so geil. Jetzt kommen hier ja, weil die halt so mächtig ist, ne? Ja. Weil da sind Granaten. Aber wir haben jetzt alle. Also wir müssen es bloß echt schaffen. Wir müssen es nur schaffen. Dann haben wir die Schaff. So, stirb. Und. Scheiß Vieh! Mach Robby keine Angst. So, oh. Oh! Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich spiele Rebecca. Achso, und Richard, stimmt. Oh, wie sieht das aus? Das Kuschel flackert. So, denk immer daran, Mann. Wir sind Elite. So. Aber wo ist denn hier das Elixier? Ja, da hast du wohl recht, Mann. Vielleicht in den Raum, wo du das Kraut herkriegst. Das. Jetzt hier den Raum jetzt hier. Meinst du? Jetzt kommt der. Nee, nächster Raum. Oh, in der Lampe drin, wa? Boah, schön. Da drin. Wir ja alles schön kaputt machen hier. So, jetzt. Hoppadab. Hat's den anderen Hund ausgerockt? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ist ja klar. So, dreh dich um. Hoppa! Oh, ist du! Oh! So. Boah, als Vollzauber, Alter. Verdammt, ey. Wo soll hier was sein? Also hier ist Kind Alex hier. Kind Alex hier irgendwo in der Nähe. Nee. Also ich denke wirklich hier eher, dass hier irgendwo was sein könnte, weil hier überall Bilder sind. Ja, überall Bilder. Ich werfe einfach mal wieder eine Granate rein.
Hopp, weil der zerstört halt schön viel, wisst ihr? Guckt euch das an, Alter. Ja, oh, was war das denn? Guckt euch das an. So. Oh, alter Schwede. So, okay. Und ich habe glaube ich Heilmittel gleich genommen, der hier in der Mitte war. Jo. So, so viel zerstört, aber noch kein Elixier. Scheiße. Also, Elixier gibt's hier gar nicht. Ja. Jetzt noch nicht. Vielleicht bei den Lampen hier irgendwo. Bei der Vase da. Da ist vielleicht noch eine Vase. Bei der da vielleicht bei der rechten Vase. Ja, toll. Guck dir die Tür ruhig an. Hm, die Tür ist verdammt riesig. Hm. Scheiße. Robin, was soll ich machen, Robin? Robin! So. Also nicht eins ist also erstmal so weit zu killen, wie es geht. So, da war noch eine Pflanze drin, ja. Mitnehmen. Ja, ach Mann, ey. So, aussehen mal. Da gibt's aber nicht viel. Da ist Luffy nicht wieder so blöd hier rum. So, jetzt kommen ja gleich die ganzen fetten Crimson Heads. Dann nehme ich den Magnum Revolver. Also erstmal, ja, direkt gleich wirklich. Sturmgewehr, war. Also ich hätte auch gesagt, eventuell wirklich ein Magnum oder so. Obwohl eine Munition brauchst du ja, glaube ich, das was sie halt im Ort generell freigeschalten haben, oder? Ja, im Club, ja. Magnum Revolver. Oder ob wir den einfach so kriegen? Einen gibt es einfach von jeder Waffe zwei Varianten. Ja, wenn es zwei Maschinen wäre, wären zwei Gewehre. Dann haben wir jetzt zwei Magnums. Das ist, glaube ich, achte ja nicht mal so auf Zerstörung, oder? Mann. Wo natürlich blöd ist, dass man hier nicht so ein Buch kriegt, ey. Ja, so ein Elixier. Hoppala. Jo, scheiße, wo benutzt ich denn die Magnum? Man, so schnell kann ich gar nicht rumschalten. Mann. Verdammt. Jawohl. Verdammt, ja, wann kommen denn jetzt hier die Zombies? Die Crimson Heads, die kommen nämlich alle so scheiße schnell an die ran. Ja, die kommen jetzt von hinten. Doch. Danke, Mann. So, komm, du scheiß Biene. Okay, jetzt kommt wieder Crimson. Ja, wechseln, genau. Daneben geschossen! Oh, oh. Alter, ey. Ich hab... Stay with me. Mann! Boah, so hat das gemeint. Mit den Ankotzen. Das ist genau wie beim zweiten Teil mit den Ankotzen, ey. Ja. Oh, kann ich aber abschießen. Allein ich treffe ihn einfach nicht an seinem scheiß Schädel. So, ich hab noch Sturmgewehr, Moni. Kommt ihr mal wieder mal zum Heilen? Einfach mal wohin schießen? Hallo? Ach. Ach. Okay. Robin. Muss ja wohl irgendwo was sein hier zum Heilen. Das gibt's doch nicht. Wo sind wir denn? Jetzt kommen jetzt mal mehr Vögel an die Schüssen. Also, aber kann ich ja richtig gut leiden. Hallo? Wir sind halt hier. Ja. Ich seh dir auch schon kommen. Ja, wir haben's geschafft! Natürlich nicht. Hm? Okay. The fuck? Wer war das denn? Na, da waren die Typen. Da. Ah, Tatsache, ja. Vladimir und so. I wonder what they could be up to. Na, wie sieht Uni? Vor allem, was hat der da im Sack? Sieht aus wie ein Leichensack. Ja, wo kommen diese scheiß Hunde eigentlich her? Jetzt sind ja richtige Dobermänner, ich meine, die leben nicht natürlicherweise im Wald. Nee, nicht wirklich, nee. Aber das sind ja richtig viel. Ach klar, ich weiß ja wo. Ach klar, ich weiß woher. Die sind aus dem Zug, sind die ja. Weil wir sind Zero, siehst du ja, dass der Zug, die ganz viel liefert hat, das sind lauter Käfige im Zug. Mhm. Und der ist ja da entgleist und so alle und deswegen seitdem rennen die da frei rum im Wald. Oh, fies, ey. So, immer noch keine Speicherstation. Keine Speicherstation, genau. Kein Kontrollpunkt bisher. Wird der denn mal ein bisschen heilen oder sowas? Aber geht alles nicht. Das wäre sehr nützlich, ja. Ich hab jetzt echt Angst. Geschafft, ja! Jawohl. Nee, doch nicht. Doch, ja, doch. Kontrollpunkt! Oh, puh. Puh, puh, puh. Okay, Leute, jetzt ist alles wieder cool, ist alles geil, Mann. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe immer verkeckt. 5 Minuten haben wir noch hier. Alter, richtig knapp. So. Dann kann ich erstmal wieder. Ja, ja, Mann, also, ey. Nett wäre vielleicht noch. Ist das klar, ey? Ja! Mann, ey. Naja, Kontrollpunkt ist schon mal richtig gut. Also, dann fangen wir wenigstens wieder von da an. Alles andere wäre auch total fies, Mann. So, nämlich halt doch jetzt die Schrot. Sturmgewehr, Schrot. Also, ihr bleibt. War denn in ihr geschossen oder was? Nee, ich scheiß Westen. Was soll ich irgendwas? Was? Ah, okay. Grenaden. Na, eine. Eine scheiß Granate bekommen. Trotzdem lang der Dreieck. Du kriegst bloß eine dazu, ja toll. Ist das nicht hier die, das, wo halt dieser eine Teamkamerad da kommt? Wo Chris und, Jill
Ja, der Typ, der von dem du einen Schlüssel kriegst, ja. Ein bisschen ja, genau, genau. Oh, Scheiße! Rebecca! Are you alright? Also die Vögel sich vor dem Schießen verscheuchen lassen. Help will come. I'm sure our captain is out there somewhere. So don't give up hope. Komm, die Schlange. Die Schlange, Robin. Besides, I'll back you up. Der wird ja gebissen. Der ist ja vergiftet, wenn die, wenn Chris die treffen und so. Ja. Also was muss denn mit dem jetzt passieren? Hm, alles klar, Mann. Das ist ja sicherlich quasi der Endgegner werden hier für dich oder so. Ja. Alter, ist das eine Kobra? Ist das eine andere Schlange? Nee, das ist die. Nee, das ist dieselbe. Dieselbe. Aber wie, oder wir wissen doch, dass wir nicht gewinnen können. Die beißt ihn ja und Chris und Jill besiegen den ja erst. Ah, siehst du doch nicht mehr. Oh Gott, ey. Okay, okay. Na, voll die fetten Zähne. Komm schon. Komm schon, warum bleiben die da stehen, Alter? Wie willst du da stehen bleiben? Ich würde da ein bisschen Gottes rennen. Willen, aber wir rennen. Einfach nur wegrennen. Renn. Mann, du hast überhaupt keine Chance. Yeah, aber der ist zum Heilen hier. Sehr schön. Ach, die ist halt unten. Oh, hier kann ich es gar nicht sehen. Oh, Critical Hits, Alter. Aber Critical, yeah. Ist irgendwo mal ein Heilmittel? Da wohl irgendwo ein Heilmittel mal sein. Alter, das ist ja geil. Jagt die uns jetzt durchs Haus? Da ist was. Was war da? Gute Frage. Oh, fuck, Alter. Was war da? Ey, sag nicht, das Heilspray. Alter, ist ja krass, Alter. Und so ist sie also zur Bibliothek gekommen, wa? Die Scheißschlange. Sieht wohl so aus, ja. So, jetzt gehen wir hier durch. Granaten. Granaten wieder, sehr schön. Ich hab so eine Angst, Robby. Nicht nur du, Scheiß mir in die Hosen, ey. Oh, da, ein Quaut wieder. Da war ein Wandteppich. Ey, gibt hier keine Lektion, aber ich bin einfach zu blöd. Hier, okay, hier müsste okay. Das gleich zu Ende sein. Oh nein, Alter. So. Hm? Hallo. Robby, ich glaube, der Part ist ja vorbei, wa? Ist egal, gucken, was wir jetzt machen, dann können wir gleich Stopp drücken. Ah, ne, ein bisschen Zeit ist noch. Haben wir noch ein bisschen, ja. Na klar, wie geht das denn? Jetzt kommt Richard. Rebecca, pass auf, Mann! Oh. Und wirft sich voll vor. Jetzt erstmal Endboard. So. Na klar, voll lang. Oh, Heilmittel, okay, okay. Ich finde, so ist die Schlange total riesig, ja, aber sehr kurz. Ja, die ist kurz, ne, die Schlange, die sieht ja nicht so, ist ja nicht so lang. Machen wir ein bisschen dunkel hier, wa? Ja, also im Gegensatz zu den größten Verhältnissen, sag ich mal, wa? Ja, dann ist so. Gar nicht mal so lang. Na ja, guck mal, aber wie geil das hier inszeniert ist, Alter, wie die hier, wenn man die hier besiegen muss. Oh, nicht schlecht, weil ey. Weil es halt wirklich was anderes ist mal wieder, ja. Boah, Alter, muss ich immer genau treffen, ey, sonst schlitzt die mich. Wow, wo ist er? Wo ist er? Ich sollte mal nachladen, okay. Wo ist er? Dieses Mistvieh. Okay, da hat er noch... Weg! Wo ist er? Oh, na klar, wie geht das denn? Da voll eine Jump. Ja, Heilungskraut erstmal wieder nehmen, oder? Ja, warte, erstmal ein bisschen schön in die Fresse rein. Ich finde es so unmöglich, dass die Knifte nur so... Die ist so schwach irgendwie. Ja, ich habe ja eine Magnum hier. Mach schön Mund auf, mach Mund auf. Ach, ich muss erstmal nachladen. Oh, Mann, Scheiße, ey, ich dachte, ich jetzt hier Karte. So, komm her, du Scheiße. Du hast den verfehlt. Komm. Ich muss den in den Mund drin schießen. Ich muss den auch direkt ins Fressbrett rein. Ja, du. Ja, dann hinterher, ist klar. Also, Boah, na klar, ey. Wenn man so schießt und mit irgendwann macht ihr denn. Ja, genau, so, dann bleibt ihr. Alter, hat die viel Energie. Ach du Scheiße. Und ich finde hier kein Spray. Ist da nicht irgendwo ein Spray? Ja, Mann. Das ist echt voll gemein. Ah, aber. Oder haben wir das irgendwie übersehen? Ja, wir müssen da übersehen haben. Ich glaube mal, ja. So, der Mund ist die Schwachstelle. Alles andere natürlich nicht, weil so eine eklige Schuppenpanzerhaut hat. Boah, sehr schön angeklopft. So, ist jetzt tot? Nee. Ich finde das Spiel wieder von vorne an. Na, nicht mal die Hälfte runtergeballert, ey, das ist doch nicht wahr. So. Ja, das ist echt so ewig dauert mit der alten Handknifte, ey, weil die einfach so schwach ist. Hier mal ein Granate! Das bringt ja fast ja nichts. Warte, ich werf mal nochmal. Hoppala.
Boah, verdammt, ey. Boah, Alter. Ja, Mann, aber der bringt mich, die ist so langsam, die Schrotflinte. Das schaffe ich nicht. Alle wieder fast tot, ey. Komm, jetzt bin ich ein bisschen noch. Oh, da kommt der Scheiß wieder. Das kommt hier, okay. Nachladen, erstmal nachladen. Ja, okay. Oh mein Gott. So, jetzt. Der muss ich auch so schnell. Okay, aber anscheinend ist das immer ein kritischer Treffer oder was? Ja. Oh, war das klar. Was? So, nochmal schnell nachladen. So, dann kommt's. Ja, was du? Gewinn. Okay, okay. Und gewinn. So schnell nachladen. Da muss auch aufpassen, nicht dass jetzt die kommt. Der kommt jetzt angejumpt, ne? Angejumpt, ja, scheiße. Ja, was soll ich denn da machen? Einfach schießen. Ja, ich hab einfach geschossen, Alter. Na, dann beenden wir jetzt erstmal den Part, Robin. Ja, wäre besser, wa? Du bist tot. So, fortfahren. Ja, können wir den Part jetzt beenden. Dann mach ich jetzt gleich Stopp. Fuck. Und dann schaffe ich das. Aber vielleicht finden wir ja doch hier noch das Heilmittel. Ich bin dann irgendwann vorbeigerannt, was so aussah. Oh, achso, wir machen gleich den Boss. Okay. Leute, bis zum nächsten Part von Resident Evil. Ciao. Tschüss.